Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer Buchrezension von mir. Und zwar geht es heute um Wie wird es in der Hölle sein von Hans-Werner Dippel. Das ist dieses sehr, sehr dünne Büchlein hier. Das hat nur 93 Seiten, ist im Bethanien Verlag erschienen und ich lese euch jetzt erstmal vor, was hinten dazu draufsteht. Mittelalter und moderne Theologie haben uns viele falsche Vorstellungen über die Hölle beigebracht. Aber was sagt die Bibel, was sagt Jesus Christus wirklich über die Hölle? Dieser Frage geht das vorliegende Buch nach und stellt dabei fest, dass Jesus über kein anderes Thema mehr gesprochen hat als über die Hölle und das Gericht. Die Hölle war fester Bestandteil seiner Botschaft. Von allen biblischen Aussagen zur Hölle sind Jesu Worte die deutlichsten. Jesus hat keinen weichen, ewig lächelnden Gott verkündigt, sondern vor Gottes gerechtem Zorn gewarnt und Gott als den verkündet, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle, Matthäus 10, 28. Während dieses Buch verbreitete falsche Vorstellungen von der Hölle ausräumt, bezieht es sich allein auf die Bibel als sichere Auskunft über den Ort der Verdammnis und trägt die biblischen Details, viele aus Jesu eigenem Mund, zu einem furchtbaren Gesamtbild zusammen. Aufkommende Fragen werden beantwortet und auch der Ausweg vor der Hölle aufgezeigt. Genau, also es geht in diesem Buch dann unter anderem um falsche Vorstellungen von der Hölle, Gericht und Hölle im Alten Testament. Wie wird es in der Hölle sein? Wer wird in der Hölle sein? Und dann gibt es auch so einen Anhang mit weiteren Fragen zur Hölle. Was ist mit Nahtoderlebnissen? Wie kann ein Gott der Liebe Menschen ewigen Qualen überliefern? Was ist mit dem Fegefeuer? Kann es sein, dass die Hölle nicht ewig ist? Gibt es in der Hölle unterschiedliche Grade der Bestrafung? Genau, also das ist quasi die Themen, denen dieses kleine Büchlein hier nachgeht. Ich würde diesem Buch 3 von 5 Sternen geben. Es war jetzt nicht schlecht, aber es war halt eben auch nur mittelmäßig. Ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet. An sich ist es schon gut, er versucht sich immer auf die Bibel zu beziehen. Nur die Schlussfolgerungen, die er daraus zieht, fand ich nicht immer so nachvollziehbar. Deswegen leider wegen dem Inhalt ein bisschen Abzug. Also ja, ich fand nicht alles, was er daraus abgeleitet hat, wirklich so, dass man das in dem Bibeltext lesen konnte. Das fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich hatte mir da ein bisschen mehr erhofft. Ich weiß nicht, ob meine Rezension zu dem Sabbatbuch schon online ist, aber das Buch geht wirklich von vorne bis hinten alle Städte zum Sabbat durch. Und so ähnlich ist es hier auch, nur dass das Buch halt irgendwie mehr reininterpretiert, habe ich das Gefühl, als wirklich im Bibeltext steht. Ich finde es gut, dass er eben auf so Themen wie Fegefeuer und so eingeht, dass er eine ganz gefährliche Irrlehre ist. Die uns quasi noch aus dem Mittelalter erhalten geblieben ist, leider. Fand aber zum Beispiel schade, dass er auf die Frage, kann es sein, dass die Hölle nicht ewig ist, für mich keine zufriedenstellende Antwort zum Beispiel gegeben hat, weil das eben auch was ist, was ich mich schon länger frage und wo ich mir einfach noch nicht so sicher bin, wie ich das verstehen soll. Fand ich nicht ausführlich oder überzeugend genug. Zum Beispiel, also ich hatte mir so ein bisschen mehr erhofft. Es ist nicht schlecht, es bringt auf jeden Fall einen guten Überblick über das Thema. Also ich kann es an sich schon empfehlen. Habe bis jetzt auch noch kein besseres Buch zur Hölle gelesen, was ich euch stattdessen empfehlen könnte. Aber hat halt trotzdem leider hier und da so seine Schwächen und das finde ich wichtig, dass man da auch drauf hinweist. Genau. Das war es eigentlich auch schon. Recht viel mehr gibt es zu dem Buch eigentlich nicht zu sagen. Wenn ihr es schon gelesen habt, würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr in den Kommentaren eure Meinung dazu schreiben würdet. Und dann war es das schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr braucht keine Angst vor der Hölle zu haben, weil ihr wiedergeborene Christen seid. Wenn nicht, dann schreibt mir mal. Und ansonsten, wie gesagt, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.